In einem kleinen weißen Haus lebten zwei Kaninchen. Das Haus hatte orange Fensterläden. Es stand in einem Garten. Herr Kaninchen arbeitete gerne im Garten. Er hatte Rosen, Tulpen und Gänseblümchen. Er jätete die Blumenbeete und goss sie jeden Tag. Frau Kaninchen putzte das Haus und kochte das Essen für sich und ihren Mann. Jeden Tag ging sie mit einem großen Korb einkaufen. Einmal kaufte sie eine saftige Birne als besonderen Leckerbissen. Wenn wir nur ein Kaninchenbaby hätten, sagte Frau Kaninchen zu ihrem Mann. Ich könnte ihm Kleidchen stricken. Und du könntest einen Wagen aus Holz bauen. Eines Nachts hörten sie ein Klopfen am Fenster. Frau Kaninchen spähte durch die Vorhänge. Draußen stand ein kleiner Engel. Dein Wunsch geht in Erfüllung, sagte er. Ein Kaninchenbaby ist auf dem Weg zu euch. Der Engel schlug mit seinen Flügeln und flog in den Himmel davon. Die Kaninchen waren sehr aufgeregt. Bald darauf wurde ein Baby geboren. Sie nannten es Muffy. Es war weiß und hatte lange Ohren. Der Hahn, die Henne, die Küken und sogar die Kuh wollten das neue Baby sehen. Sie alle kamen, um es zu besuchen. Es ist nicht so hübsch wie mein Kalb, sagte die Kuh. Dürfen wir mit ihm spielen, piepten die gelben Küken. Sie ist noch zu klein, um zu spielen, sagte Frau Kaninchen. Sie muss ins Bett gehen. Der Hahn, die Henne, die Küken und die Kuh gingen auf Zehenspitzen aus dem Haus. Frau Kaninchen schloss die Fensterläden. Und Muffy schlief ein. Heute war Muffy in der Schule. Muffy hatte ihr Lieblingskleid angezogen. Ihre Freunde holten sie ab. Die Schule ist nicht weit weg von Muffys Haus. Sie hat große Fenster und in jedem Fenster stehen Blumen. Die Lehrerin erwartete die Kinder schon an der Tür. Muffy mochte sie sofort, weil sie eine wunderschöne Kette trug.
Als es klingelte, setzten sich die Kinder an die Tische. Und die Lehrerin begann mit dem Unterricht. Zuerst malten die Kinder einige Wellenlinien. Das wird euch beim Schreiben lernen helfen, sagte die Lehrerin. Dann malte die Lehrerin zwei Pilze an die Tafel und darunter malte sie noch drei weitere. Wie viele Pilze könnt ihr zählen? Richtig, das sind fünf, sagte sie. Als nächstes lernten die Kinder ein Lied. Sie standen auf und sangen zusammen, während die Lehrerin dazu dirigierte. Dann bauten sie eine Stadt aus hellen, bunten Bauklötzen. Es gab Häuser, Kirchen und ein Tor. Passt auf, werft sie nicht um! Bald war es Zeit für die Pause. Die Kinder gingen nach draußen zum Spielen. Dort konnten sie herumrennen oder klettern oder tanzen. Das machte viel Spaß. Nach der Pause sagte die Lehrerin, jetzt wollen wir etwas malen. Milfi malte einen Baum und etwas Rundes, Blaues. War es die Sonne? Oder vielleicht ein Ballon? Die Lehrerin heftete alle Bilder an die Wand. Eine Burg, einige Boote, ein Flugzeug, ein Haus und Bäume. Jedes Kind hatte etwas anderes gemalt. Jetzt lese ich eine Geschichte vor, sagte die Lehrerin. Miffy und die anderen Kinder setzten sich auf den Boden und hörten zu. Sie las die Geschichte von einem kleinen Waschbären und seinem Freund, dem Pinguin, vor. Bald war es Zeit, nach Hause zu gehen. Die Lehrerin winkte Miffy und ihren Freunden nach. Auf Wiedersehen, sagte sie. Morgen sehen wir uns wieder. Miffy spielte im Garten. Plötzlich hörte sie ein lautes Brummen am Himmel. Was konnte das sein? Miffy sah nach oben und erblickte ein Flugzeug. Am Steuer saß Miffys Onkel Bob. Das Flugzeug flog tiefer und tiefer. Es landete auf dem Rasen. Miffy hüpfte vor Vergnügen. Hallo, Onkel Bob, rief sie. Hallo, Miffy, sagte Onkel Bob. Möchtest du mitfliegen? Ich nehme dich mit, hoch über die Wälder und über das Meer. Natürlich wollte Miffy mitfliegen. Ich komme mit, sagte sie. Frag zuerst deine Mutter, sagte Onkel Bob. Und dann geht's los. Miffy lief schnell zu Frau Kaninchen. Ja, du kannst mitfliegen, sagte ihre Mutter. Aber nimm deine warme Wollmütze mit. Es ist kalt in einem offenen Flugzeug. Onkel Bob startete die Maschine und brumm, hoben sie ab. Miffy hielt sich gut fest, während das Flugzeug höher und höher stieg.
Tief unten winkte Frau Kaninchen zum Abschied. Es war herrlich. Ich bin ein Vogel, rief Muffy. Seht, wie ich fliege. Nun waren sie über dem Wald. Siehst du die Burg? Fragte Onkel Bob. Sie sieht aus wie das Schloss von Dornröschen und ist ganz zwischen den Bäumen versteckt. Schau mal, rief Miffy, da ist ein See und die 5 weißen Segelschiffe machen ein Rennen. Wir müssen jetzt zurück, sagte Onkel Bob. Miffy seufzte. Schade, dass es schon vorbei ist. Das war ein wunderschöner Ausflug. Danach aßen sie bei Frau Kaninchen Abendbrot. Morgen erzähle ich allen, dass mein Onkel Pilot ist, sagte Miffy. Komm bald wieder, Onkel Bob. Eines Nachts hatte Miffy einen Traum. Thank you.
Puppy Pig war klein und dick. Sie hatte ein rundes Gesicht, eine kleine runde Nase und zwei runde Augen. Poppy wohnte in einem kleinen roten Haus. Das Dach war grün und vor dem Fenster war ein Blumenkasten mit leuchtend gelben Blumen. Poppy goss sie jeden Tag. Eines Morgens stand Poppy früh auf und band ihre Schürze um. Draußen schien warm die Sonne und Poppy hatte viel zu tun. Das Haus musste mal wieder sauber gemacht werden. Als erstes fegte Poppy den Boden. Das tat sie am liebsten. Ihr Besen machte wisch, wisch, bis jede Ecke sauber war. Als nächstes wischte Poppy den Staub von den Möbeln. Sie staubte Tische und Stühle ab, Bücherregale und Fensterbänke. Sie staubte sogar den großen Schrank ab. Dann machte Poppy ihr Lieblingsbett sauber. Bald schon war es wieder hell und glänzte so sehr, dass Poppy dachte, die Blumen sehen fast genauso aus wie die im Blumenkasten. Aber jetzt war der Staublappen so schmutzig, dass er gewaschen werden musste. Poppy füllte eine Schüssel mit Seifenwasser. Von dem Seifenschaum musste sie niesen. Hatschi! Tschi! Als der saubere Staublappen an der Wäscheleine zum Trocknen hing, sagte Poppy, jetzt ist alles erledigt. Das war ein anstrengender Tag. Aber der ganze Frühjahrsputz hatte Poppy sehr hungrig gemacht. In ihrem Garten wuchsen Kartoffeln, Äpfel, Kohl und Möhren. Was davon sollte sie essen? Oh, natürlich! Da fiel Poppy ein, dass sie gestern einen Bund Möhren geholt hatte, weil die so gut aussahen. Sie kochte sich die Möhren und es schmeckte sehr lecker. Nach dem Essen wusch Poppy ihren Teller und ihre Gabel ab. Dann setzte sie sich in ihren bequemen Sessel. Wie schön es doch in einem sauberen Haus ist, dachte Poppy Pig. Ich habe mir wirklich eine Ruhepause verdient. Und zusammen glaubt uns das.